Hör mal, Fabian, ich weiß ja nicht, ob das bis zu dir vorgedrungen ist, aber wir haben eine neue Volontärin. Fabian, Nadja. Freut mich. Wie lange habe ich? So schnell ist besser. Sobald irgendetwas in dieser Woche erscheint, ist es zu spät. Dass irgendjemand in den Löwenkäfig steigt, haben wir nicht zu verschulden. Die chemische Industrie in Deutschland ist lange genug gegängelt worden. Das Ganze ist doch nur dann interessant, wenn der Zusammenhang beweisbar ist. Aber natürlich, da sind wir doch dabei. Daran hat sie sich doch die Zähne ausgebissen. Wissen wir, was er jetzt vorhat? Ich werde da seit Tagen von so einem Typen belästigt, der mir anonyme Nachrichten schickt. Wissen Sie, was da industriell dran hängt? Wenn alles gut geht, beißt er an. Ja, Fabian Kreuz hier, die Woche Hauptstadtbüro. Sprechen. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ihr sollt also doch Presse. Komm raus, beide. Ihn vielleicht mal ausreden lassen. Du bist so ein Arschloch! Wir schreiben für Nostalgiker, Fabian. Für Leute, die glauben, das Papier nie lügt. Tom, raus jetzt. Wir haben nichts zu verbergen. Und jetzt? Das ist, wenn man alle Tricks kennt, man fällt immer wieder drauf rein. Vorschläge? Dahin gehen, wo es weh tut.